Ja, hallöchen meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu ETS 2. Mein Name ist DeroWein100 und wir werden jetzt heute endlich mal mit etwas mehr Zeit spielen. Yeah! Ich habe allerdings jetzt gerade keine Ahnung, wie viel der Part das ist. Ich glaube, das müsste Part 75 sein, wenn ich mich nicht irre. Und ich hoffe, dass ich mich nicht irre. Und ja, wir haben diesmal geladen. Windblades, 2 Stück davon mit, ich glaube, insgesamt 14 Tonnen oder so war das. Wir müssen von Liesch nach Kassel fahren. In Kassel waren wir auch noch gar nicht. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken, wie viele Tonnen es wirklich waren. Es waren tatsächlich 14 Tonnen. So, das Spiel muss jetzt nochmal ganz kurz laden eben. Ich drehe mal eben die Kamera ein bisschen spastisch hin und her. So, ich glaube, die Windblades, die haben wir uns an sich so schon mal angeguckt. 5 Achsen diesmal wieder. Mit Überbreite, Überlänge. Oh je. Das wird auf jeden Fall eine Tour. Wir haben immerhin knapp 400 Kilometer vor uns. Ich glaube, die Strecke haben wir uns noch nicht angeguckt. Machen wir das jetzt einfach nochmal hier ganz schnell. Wir fahren auf die A4, A4, A4. Wir bleiben auf der Autobahn. Ah, okay. Wir fahren größtenteils Autobahn. Das ist gut, weil mit diesen 5-Achser und so, ja, hier die Kurven, die sehen ganz schön scharf aus schon wieder. Okay, da müssen wir eine Auffahrt, 2, das da ist allerdings relativ easy. 2, 3. Okay, ja, schauen wir mal, was die Tour hier heute bringt. Ich hoffe, ihr hört mich hier vernünftig. Denn ich habe das Gefühl, ich sitze heute irgendwie ganz, ganz anders als sonst. Ach, keine Ahnung, was heute los ist. So, wir machen natürlich den Motor an. So, Licht an und natürlich die Rundumleuchte. Das nicht vergessen, wir haben diesmal auch 2 Stück auf unserem LKW drauf. Yeah! Das ist doch mal was Feines. Das feiere ich richtig. So, und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier ohne Probleme eventuell hier... das sieht schon ganz schön eng aus da. Müssen wir jetzt mal gucken. So, ich muss jetzt nochmal ganz kurz alle Pedalen eben durchdrücken, ein bisschen, bevor wir los können. So, ich fahre jetzt etwas nach rechts. Oh Mann, das sieht ganz schön beschissen aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Oh, 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 oh. Oh, Leute. Ich habe noch nicht mal richtig angefangen heute. So, jetzt wünschte ich mir einen Frontspiegel her. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, jetzt aufpassen, dass wir da nicht an dem Ding hängen bleiben, an dem Container. So, das war aber jetzt nur die halbe Miete. Wir müssen ja hier noch heile raus. Okay, doki. Am besten so viel Platz nehmen, wie wir können. Jeden Zentimeter ausnutzen. So, hier relativ spät rein, aber ich glaube, das müssen wir eigentlich hinbekommen. Das sieht bisher ganz gut aus. Das sieht wunderbar aus. Yeah, wir sind jetzt zumindest schon mal aus der Firma raus. So, und ich würde jetzt ganz ehrlich auch ganz gerne wieder die Musik mit anmachen. Das Problem ist nur, dass ich gar keine Ahnung habe, wo wir da stehen geblieben sind von der Musik her. Und ich würde mich jetzt auch ganz gerne eher auf die Ladung konzentrieren. Auch wenn Musik, glaube ich, nicht ganz so schlecht wäre. Ja, gucken wir mal. Vielleicht mache ich sie nachher an. Jetzt fahren wir erstmal auf der Autobahn hoch. Naja, da fängt er an zu schreien. Okay, da kommt einer. Das schaffe ich leider nicht, vorher rauszukommen hier. Wir brauchen übrigens beide Spuren erstmal. So, da dürfte jetzt keiner mehr kommen. Einkommen, 2600 Euro. So, da ziehe ich jetzt aber raus. Huch, meine Kamera dreht sich von selbst. So, jetzt nicht zu früh rein, weil sonst bleiben wir an der Wand hängen. Oh, das war am Bus doch relativ knapp noch. Ich meine, da war zwar noch Platz, aber noch ein bisschen mehr und dann hätten wir an dem Bus lang gestreift. Und das wäre natürlich nicht ganz so schön gewesen. So, jetzt müssen wir noch eine relativ enge Autobahnauffahrt hoch hier. Und dann haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Und ich glaube, dann mache ich auch Musik an. So. Ich brauche jetzt hier natürlich wieder Platz. Das ist ein bisschen kacke jetzt. Ich
Ich müsste eigentlich warten, bis die LKWs da alle vorbei sind, weil ich, naja, jetzt so viel wieder kommt, ist das natürlich ein bisschen kacke. Warum ruckelt es jetzt hier? Probieren wir es mal so jetzt. War ja eigentlich gar nicht geplant, hier mit diesen Zweiachser Renault direkt eine überlange Ladung zu transportieren. Über breit, über lang, über schwer ist jetzt nicht unbedingt, ich meine 14 Tonnen, das ist ja fast gar nichts. Aber dennoch, es funktioniert ganz gut mit dem Renault, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das sieht ganz gut aus. Noch. Noch, genau. So, wir haben jetzt, ich muss ganz ehrlich zugeben, wir haben es jetzt auch wieder relativ spät hier. Wir haben jetzt genau 23 Uhr, also nicht wundern, wenn heute wieder mein Kommentarstil ein bisschen eigenartig ist. Ich bin relativ fertig, sage ich jetzt mal. Aber es wird schon. Ich muss jetzt auch wieder aufnehmen. Ich habe jetzt nämlich schon wieder nichts mehr auf Reserve und die rechte Tankstelle ist schon wieder so komisch rot. Hier lädt es mal wieder ein bisschen. So, wir sind jetzt auch so gut wie auf 80 schon. Mehr als 80 möchte ich jetzt gar nicht großartig fahren. Sieht bisher aber alles gut aus. So, wir müssen hier auf die Linke. Das machen wir auch behutsam mit Zeit. Und am liebsten so weit weg wie möglich von der Leitplanke. Warum wird mein LKW jetzt langsamer? Warum ist der Tempomat ausgegangen jetzt? Verstehe ich nicht. Wer hat gebremst? Ich weiß nicht. Kommt da einer? Nee. Okay. Sah für einen kurzen Moment so aus. Oh, da fangen die scharfen Kurven an. Sind es die Kurven, die ich gemeint hatte auf der Karte? Ich glaube es, ja. Da müsste jetzt auch, glaube ich, gleich die Raststätte kommen. Tempomat rein. Okay. Ihr könnt jetzt im Spiegel... Ah, okay, hier kommt eine Brücke. Ihr könnt jetzt im Spiegel übrigens sehen, wie viel Platz der Aufflieger braucht, der Tieflader. Mit den 5 Achsen und gerade mit der Überbreite fällt das schon sehr, sehr arg auf. Wir brauchen da auf der rechten Seite auf jeden Fall eine Menge Platz in der Kurve. Damit wir da nicht in die Mittelspur kommen. Wenn wir eine Rechtskurve haben, dann ist das nicht ganz so schlimm, weil nach rechts ist eigentlich so gut wie immer Platz. Wir können ja immer ein bisschen so auf die Standspur da ausscheren. Das ist ja gut, aber in so Linkskurven und so müssen wir ein bisschen aufpassen, damit wir da nicht in die Mittelspur kommen. Gerade wenn uns jemand überholen sollte. Jetzt ist der Tempomat schon wieder raus. Was ist denn hier los? Ich habe gar nichts gemacht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut nicht. So ein Kack. Und da geht der Tempomat natürlich noch direkt vor dem Berg da raus. Das ist gar nicht cool. Eventuell stimmt jetzt gerade was mit meiner Pedale nicht. Ich wüsste aber nicht, was da nicht stimmen sollte, weil ich jetzt auch seit... Naja, ich habe ja nichts mehr gemacht. Seit der letzten Aufnahme. Das war auch das letzte Mal, dass ich hier mit Lenkrad gespielt hatte. Ist jetzt aber auch wieder, ich glaube, 3 Tage her. Ne, 2 Tage. Einkommen, 7.800 Euro. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, ich hoffe, diesmal bleibt der Tempomat jetzt drin. So, und ich muss hier Mittelspur. Das mache ich jetzt, bevor da wieder welche kommen. So, wie sieht es aus? Wir sind, naja, könnte ein bisschen mittiger sein. Ich fahre mal ein bisschen weiter nach links. Okay, jetzt können wir wieder ein bisschen weiter nach rechts. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir sind jetzt bei knapp 10 Minuten. Das läuft also auch von der Zeit her ganz gut. Na, zumindest etwas. Okay, wir müssen jetzt hier rechts hoch.
Ich habe keine Ahnung, wie scharf diese Kreuzung hier sein wird, beziehungsweise diese Auffahrt. Darum werde ich mal gemächlich abbremsen. Oh ja. Ist auf jeden Fall eine gute Kurve hier. So, wie sieht's aus mit der Auffahrt? Alles klar, das ist so eine. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Dann ging das auch problemlos hier vonstatten. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, Leute, ich werde jetzt mal Musik anmachen. Sonst wird das hier ein bisschen langweilig. Und ich mache einfach von vorne. Scheiß doch der Teufel drauf. Wen interessiert es überhaupt, ob ich Musik abspiele oder nicht? Ganz ehrlich. So. Das erste Lied fängt relativ gechillt an. Ich bin schon fast bei 90 hier. Ich wollte eigentlich ein bisschen langsamer fahren. So, mache ich einfach mal bei 87 habe ich jetzt ein Tempomat reingemacht. Ist jetzt auch nicht gerade viel langsamer, aber wir können auch ein bisschen auf die Tube drücken. Ich meine, es ist ja abends. Der Verkehr ist doch relativ dicht, aber es geht an sich. Rheinland. So, als Schwertransporter will ich hier ehrlich gesagt nicht überholen, deshalb gehe ich mal runter vom Tempomat. Ey, wenn ihr mich jetzt bremsen macht, ihr da vorne. Ach du Scheiße. Wie langsam seid ihr denn unterwegs? Mit 60 oder was? Könnt ihr noch nicht machen. Ganz ehrlich, dann hätte ich doch lieber überholt, ey, ganz ehrlich. Ganz, 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 ganz ehrlich. Ja, toll. Natürlich Abstand halten, Leute. Ne, im echten Leben immer schön Abstand halten. Das, was ich jetzt hier mache, das ist kein Abstand. Das ist eine Zumutung, ist das. Ich muss hier eh jetzt rüber. Ich hoffe, der Tanklaster kommt jetzt nicht auch noch rüber geschossen. Und wenn doch, dann hoffentlich bremst der und schert hinter mir ein. Das ist übrigens ein Vierachser, Iveco. Okay, der fährt hier runter. So, 85 Tempomat. Und dann gleich rechts. So, Dille, wir haben noch 214 Kilometer vor uns. Das läuft ja in diesem Part wie geschmiert, ey. Das freut mich. Das freut mich richtig. Der Tempomat ist schon wieder raus, ey. Was ist hier los? Was ist hier los? Hallo? Redet mal einer mit mir. Ich bin immer nur alleine labern. Verstehe ich nicht, weshalb der Tempomat raus ist. Retarder ist nicht aktiviert. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht Lenkrad nicht richtig kalibriert. Ich habe echt keine Ahnung. Boah, hinter mir sind ganz schön viele Lichter, ey. Dann schere ich lieber jetzt schon mal rein. So, wenn ihr das mal seht, im Rückspiegel ist das weiße Licht vom Auflieger. Das ist schon fast auf der anderen Spur. Das wird also in Kurven doch sehr, sehr knapp, Leute. Ohne Scheiß. Wenn uns da mal ein LKW überholt oder so, dann wird es wirklich, wirklich sehr, sehr knapp. Das ist aber auch der Grund, weshalb Schwertransporter meistens nur nachts fahren dürfen. Oder zumindest halt dann, wenn wenig Verkehr los ist. Weil gerade so bei Überbreite, Überlänge, das ist echt nicht ohne. So, jetzt können wir relativ weit rechts fahren. So, aber ich sehe auch jetzt schon direkt wieder mega scharf Kurven auf uns zu kommen. Immer solche Raststellen hier an diesen Straßen, an denen man vorbeifährt. Da sind echt teilweise miese, miese Kurven dabei. Hessen. An uns führt kein Weg vorbei. So, und ich wette mit euch, die Linkskurve, die jetzt kommt, die wird wahrscheinlich ultimativ scharf sein. Ich fahre die direkt mal etwas weiter außen. Wobei, die Kurve geht sogar noch. Aber unser Tieflader ist trotzdem fast auf der Mittelspur schon gewesen. Obwohl ich so weit ausgeholt habe. Das mache ich jetzt mit der nächsten Kurve auch direkt mal. Die ist schon etwas schärfer.
Okay, die ging jetzt. Die ging jetzt wirklich. Das war in Ordnung. So, und das ist ja Nacht. Rein theoretisch könnte ich ein bisschen überziehen. Ich meine, wir sind ja erst bei 15 Minuten. 10 Minuten machen wir noch. So, die nächste Ausfahrt, die müssen wir runter, so wie es aussieht. Hab jetzt mal angebremst, damit der Tempomat rausgeht. Dann lassen wir den Rest rollen. Wir können auch schon mal blinken. Ein bisschen bremsen, runterschalten. Und der Rest macht sozusagen die Schwerkraft. Wir brauchen keine Retarder. Wir können einfach rollen lassen. Jetzt wird's interessant, Leute. Wir brauchen nämlich hier jetzt beide Spuren. Da jetzt aber schon wieder einer kommt, der überholen will unbedingt. Jetzt mache ich aber beide Spuren zu. Das wird mir nämlich hier ein bisschen zu knapp. Ich hoffe, der fährt mir jetzt da hinten nicht rein. Der hält Abstand, das ist gut. So, ich habe jetzt einfach beide Spuren für mich beansprucht hier in dieser Kurve. Da kommt jetzt rechts einer, das heißt, ich bleibe erstmal auf beiden Spuren, bis der an uns vorbeigezogen ist. Ich mache extra etwas langsamer und dann schere ich hinter ihm ein. So, musste einfach sein, weil wenn ich dann normal die Kurve genommen hätte, ich hätte so weit auf die Wiese ausscheren müssen, das wäre nicht schön gewesen. Von dem her, beide Spuren zugemacht. Musste einfach sein. Klar, ich hätte dabei vielleicht noch blinken können, als kleine Warnung oder so, vielleicht mit Warnblinklicht oder so, aber eigentlich die Rundumleuchte, wenn ihr die im Dunkeln seht, gerade im Dunkeln sieht man die ja, die ist ja kaum zu übersehen, ne? Dann wisst ihr, ihr müsst eigentlich sofort checken, ey, da vorne ist irgendwas, ich mache direkt langsamer. Weil die Rundumbeleuchtung, die ist ja nicht umsonst da und alles, was gelb blinkt und so, ist immer, ey, Achtung, pass auf, Gefahr, könnte Gefahr sein. Also, auch fürs echte Leben merken, orange, immer drauf aufpassen. Gerade wenn es so auffällig ist, ne, mit dem Blinken und so. Das ist wie im Tierreich. Meine helle, grelle, farbene Tiere, weiß ich nicht, Giftgrün oder Orange oder irgendwie sowas, signalisiert doch auch immer giftig und so. Und hier, nicht essen, also Vorsicht, pass auf, ich kann dir wehtun und so ein Käse. So ist das hier mit dem orangen Licht auch so, sozusagen. Der vor mir fährt ganz schön langsam, ey, der fährt 70. Ich bereue schon wieder, dass ich hinter dem eingeschert bin, ganz ehrlich. Ah, jetzt will ich es gehen, ohne Scheiß. Oh, fuck you, Alter. Wir müssen pennen. Habt ihr das im Rückspiel gerade gesehen? Ich habe extra geblinkt und links, also ganz links, war ja noch frei. Ich weiß nicht, ich glaube, der PKW dahinter, der ist irgendwie jetzt gerade in mich reingedüst. 2% Schaden, na toll. Warum ist der nicht auf die linke Spur gefahren? Es war Platz. Und ich habe früh genug geblinkt. Und jetzt schaffe ich es nicht hier hoch, oder was? Willst du mich verarschen? Oh, nee. Und schlafen muss ich auch. Na super. 1 Stunde 27. Nein, 1 Stunde 28 bin ich da. Oh, und ich muss die nächste runter. Komm schon. Das kriege ich nicht hin. Ich muss es aber hinkriegen. Der hat abgebremst. Oh, der Mercedes hat abgebremst. Gott sei Dank, sonst hätte ich das nicht hingekriegt. So, Retarder reinknallen, runterschalten, blinken, Retarder raus, Blinker aus, rollen lassen. Das ist eine Sache, aber das nervt mich zum Beispiel noch an der KI. Ich meine, gut, ich könnte es jetzt vielleicht verstehen, weil das ja eine Mod ist, der Trailer. Ich muss wieder beide Spuren zu machen, Leute. Ich komme so nicht vorbei. Ich kann es ja verstehen, weil dieser Trailer ja ein Mod ist, dass es die KI nicht richtig erkennt. Aber das nervt schon so. Ihr werdet es nur sehen, wenn wir in Afrika sind, gerade mit den ganzen Gefälle und so, da wird uns wahrscheinlich sehr oft noch einer hinten reinrasen. Das wird uns nur sehr, sehr, sehr oft nerven. Das kann ich euch versprechen. Warum gibt der nicht Gas? Hallo? Gibst du mal Gas, bitte? Schläft der halber ein, ey. Aber ihr habt es gesehen. Wirklich, ich habe den genug Zeit gelassen. Der hätte ruhig links blinken können und
links raus auf der Spur und dann hätte er uns ganz einfach überholen können. Nee, da bleibt auf der Mittelspur und fährt uns sogar bis hinten rein. Also, ich kann sowas jetzt ganz ehrlich gesagt gar nicht ernst nehmen. Ich meine, wir haben jetzt 2% Schaden. Das heißt, unser Geld bekommen wir auf jeden Fall schon mal nicht, was uns versprochen ist erstmal. Ja, ist halt jetzt so, kann man nichts machen. Ja. Ja, ist halt so. So, wie mache ich das jetzt? Überziehe ich jetzt oder mache ich jetzt einen Cut? Das Problem ist nur, wenn ich jetzt einen Cut mache, fahren wir noch 50 Kilometer und dann müssen wir eh schlafen. Weil wir hier eh nicht mal lange fahren dürfen. Noch 43 Minuten. Scheiße, ey. Das wird wieder ziemlich knapp. So wie in Norwegen einmal. Da hatten wir noch den MAN F2000. So, die Spur hier verengt sich gleich. Das heißt, ich fahre schon mal auf der Mittelspur. Eigentlich kann ich auch ganz links fahren. Da mache ich den anderen nämlich direkt Platz. Ach du Scheiße, es ist aber eine Baustelle. Okay, jetzt habe ich verkackt. Oh, fuck. Alter. Ich muss den zuerst durchlassen. Ich komme sonst nicht durch, ey. Ja, ich habe gedacht, das wird jetzt enger, weil wir irgendwie langsam in die Stadt kommen oder so. Aber ich habe jetzt gerade überhaupt nicht mitgedacht. Wisst ihr was? Ich mache hier direkt beide Spuren zu. Das wird mir sonst ein bisschen zu eng. So, das ist jetzt meine Straße, meine Autobahn. Ah, so ein Tunnel mit so einer Kurve, das wird sonst auf beiden Seiten ziemlich eng. Vor allem jetzt hier in dieser Rechtskurve. Der Auflieger, der will halt weit reinscheren. Das ist halt einfach so. Und da brauche ich einfach Platz. Ja, sie werden müde. Ich habe es schon kapiert, ne? Ja, das ist leider auch in echt so. Sonst hätte ich wahrscheinlich eher mitgedacht. Guckt euch alles an, wie eng das hier ist, ey. Ohne Scheiß. Wenn ich hier nichts mitnehme. Halleluja. Kommt man doch schon mal ins Schwitzen, ey. Ohne Scheiß. So, jetzt geht's aber erst runter und dann erst immer in der Stadt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das heißt, ich lade noch in diesem Part ab und dann im nächsten Part gehen wir erstmal pennen und uns eine neue Tour raussuchen, die wir dann vielleicht noch machen heute. Muss mal schauen. Oh, da kommt's auch schon. Oh, lololololol. Ich habe ein Retard da drin, aber es bremst so gut wie nicht ab. Das geht doch schon. Okay. Sah nur für einen kurzen Moment aus, weil es hier mal wieder so komisch lädt. Ja, ich werde müde. Ich hab's kapiert. Und gleich bekomme ich auch wieder Strafe wegen Zeitüberschreitung. Das ist mir schon klar. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt so schnell wie möglich abladen können. Und, so, rechts ist Gott sei Dank niemand. Ich will hier links auch nirgends hängen bleiben an der Leitplanke. Der fährt sich heute so lahm irgendwie. Ich habe das Gefühl, er ist die ganze Zeit irgendwie auf der Bremse. Und ich glaube auch deswegen ist uns... Ach du Scheiße, hat mich tatsächlich einer überholt, ey. Obwohl ich rechts so wenig Platz gelassen habe. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Zieht tatsächlich noch hier rein. Na gut. So. Haben wir Platz? Haben wir Platz? Gucken wir uns das mal von außen an. Naja, es geht eigentlich. So breit ist der gar nicht, der Auflieger. Im Spiegel sieht das immer ganz, ganz anders aus. Aber das sind halt eben diese optische Illusionen im LKW. Von innen sieht alles nochmal ein bisschen breiter aus. Yo, ich hab's kapiert, ich werd müde. Uah, die Ampel wird rot. Oh, der Renault hat wenigstens relativ gute Bremsen. Naja, wir waren jetzt auch nicht gerade schnell unterwegs. Was transportiert denn der überhaupt? Ach, Milch.
Aber ihr könnt schon sehen, der Auflieger ist fast so breit wie die Spur. Also, ich glaube, eine Spur hat eine Breite von 3 Meter, glaube ich. Ein normaler LKW darf maximal 2,55 Meter breit sein. Beziehungsweise 2,60 Meter bei Kühlfahrzeugen. Oh, der Bus lässt mich. Ey, diese Busse immer. Ohne Scheiß, ey. Fixt mal die scheiß Busse, ey. Die gehen mir so auf die Nerven. Oh, ne. Das frisst schon wieder an meinen Nerven, Alter. Die scheiß Busse. Da wollen die einmal nett sein, weißt du? Jo, ich hab's kapiert. Ich werd müde. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier in die Firma reinkomme. Und zwar so, dass ich den Auflieger nicht beschädige. Noch mehr. Das ist wieder so eine komische Folge, bei der ich mir denke, hättest du das Aufnehmen nicht heute vielleicht lassen können? Ich meine, es hat anfangs so gut angefangen, bis dann halt das mit dem Überholen kam. Gut, ich hätte hier nicht überholen müssen, ganz ehrlich, aber der war mir echt ein bisschen zu langsam. Ist halt jetzt so gekommen, ne? Ist jetzt so, wie es ist. Und vielleicht ist es auch so ganz gut. So. Das wird zwar nichts, da muss ich nochmal korrigieren, aber ich ziehe einfach bis auf die Straße nochmal vor. Dann nehme ich mir einfach den Platz. So, ich hoffe nur, dass ich nichts kaputt mache. Ich glaube, da stand kein Auflieger, ne? Ja, genau. Super. So, jetzt einfach rauf bis auf die Straße. So, wir machen extra Warnblinklicht an. Als ob das überhaupt irgendwas bringen würde. Ist mir jetzt gar scheißegal. Ah, wegen Ruhezeiten. Alles klar. So, Transit. Du bleibst stehen oder auch nicht. Alles klar. Also, ich hätte Angst, im LKW so weit vorzufahren. Ohne Scheiß. So, jetzt können wir aber. Jetzt haben wir wenigstens Platz, um den nochmal in diese Richtung zu schwenken. Und den Rest muss sich der Auflieger halt auch noch holen. Das ist das, was am meisten Platz jetzt fressen wird. Dass der hier schön gerade kommt. Ich glaube, das werde ich sogar nicht schaffen. Fünfachser braucht da enorm viel Platz, ohne Witz. Oh. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. So. Abkoppeln. Abköppeln. So, gute Arbeit. Yo. Oh, was bekommen wir denn? 1000 Euro bekommen wir Abzug. Okay, erreichen trotzdem Level 15. Na gut, komm. So, wir sind zufrieden damit. So, und ich werde jetzt den nächsten Punkt auf Fernfahrten setzen, sodass wir bis über, also, naja, bis zu 1000 Kilometer, genau, bis zu, was, schon 1000 Kilometer? Alter Schwede. Okay, also Lieferungen bis zu 1000 Kilometer sind jetzt offen und 10% höhere Vergütung für Lieferstrecken über 500 Kilometer. Das hört sich doch mal nicht schlecht an. Und wie gesagt, wir können jetzt bis 1000 Kilometer schon fahren. Was wir das nächste Mal aber transportieren, wir müssen ja eh erstmal pennen gehen, was wir das nächste Mal transportieren werden, werdet ihr dann im nächsten Part sehen, Leute. Das war Part 75. Ich habe jetzt nochmal Strafe gekriegt. Wie geil ist das denn? Ja, nehmt mein Geld. Wie viel Geld haben wir überhaupt? 56.000. Boah, ist doch gar nicht mal so übel. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann im Part 76. Bis dann, haut rein. Tschüss.